Hallo und herzlich willkommen zurück zum Überfall. Mein Name ist Dr. Wolfsherz, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ist ja auch schon einige Zeit her, würde ich sagen. Outlander der Fraktion Westliche Monin sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort an. Ui. Ui, das sind ja gar nicht mal wenige. Was hat der denn da? Ach, ein Molotow-Cocktail. Ich dachte schon, das wäre hier irgendwie so... Ja klar, das sind zwei Flaschen. Okay, also Molotow-Cocktail ist immer schlecht. Also alles, was explodiert, mag ich überhaupt nicht. Hier haben wir einen Revolver, noch einen Revolver. Dann haben wir da eine Pistole. Und dahinter... Warte mal, sind das zwei? Ist da nicht noch ein dritter? Ja klar. Ich kriege jetzt, glaube ich, nicht alle markiert. Kimmy, Snake und Witcher. Ja, zwei Pistolen und ein Revolver. Okay. Also, einige Angreifer. Ich schaue noch mal kurz. Chris ist da gefährlich nah dran. Vor allem, da sie sofort angreifen, müssen wir sofort Chris zurückholen. Und zwar... Ah, jetzt sind das natürlich alles Fernkämpfer und wir haben... Jetzt wünschte ich, die Mauer wäre fertig. Wir machen das mal so. Chris kommt hierhin, aber wir nehmen so ein bisschen einen anderen Weg. Und zwar gehen wir von da nach da nach da. Und die anderen stellen sich hierhin. Hinter die Steine, denn die werden ja hierher kommen. Das heißt, wir können hier in Deckung gehen und... Steine bieten 50% Deckung übrigens, das ist nicht besonders viel. Da. Kannst du sagen, ich suche nach Deckung die ganze Zeit. Und Deckung steht aber hier erst da hinten. Also 50% Deckung, das ist nicht sehr viel. Bäume haben 75%. 25 sogar nur. Ich glaube, das hängt vom Wachstumsgrad ab. Dieser ist nur 24% gewachsen. Gucken wir mal, ob wir einen finden, der schon ausgewachsen ist. Dieser hier zum Beispiel, die Pappel. Da ist der Deckungsgrad auch nur 25%. Okay, ich hatte bisher gedacht, dass Bäume besser sind. Offensichtlich ein Irrtum. Wenn ich hinter so einer Kante stehe, ist es natürlich am allerbesten. Da ist der... steht hier nicht mal was dazu, aber... Da kann man halt nicht getroffen werden, solange man dahinter steht. Wenn man sich vorbeugt zum Schießen schon. Natürlich kann ich, wenn ich schräg stehe, immer treffen. Das ist natürlich keine Frage. Die Angreifer haben hier schöne Gelegenheiten zur Deckung. Vielleicht bauen wir das mal ab, wenn dieser Angriff vorbei ist. Und ja, ich muss noch ein paar Leute platzieren. Also LP ist Nahkämpfer, bleibt zurück. Dann haben wir Komak, der geht hierher. Adrian geht hierher. Chris kommt von oben und Säge kommt hierher. Ist jetzt auch nicht schlecht, dass die ein bisschen näher dran sind mit ihren Bögen, wobei die Reichweite von den Bögen auch nicht schlechter ist. So. Okay, also es geht los. Drückt mal ganz kräftig die Daumen. Na, Chris kann eigentlich den direkten Weg gehen, würde ich sagen. Und dann stellen wir den nämlich... Ja, das ist jetzt blöd. Könnte sich natürlich hier herstellen. Und dann hier von oben quasi feuern. Will hoffen, dass das gut geht. Ich habe noch eine Sache vergessen. Ne, die Nahkämpfer lasse ich tatsächlich drinnen. Sofern sie uns nicht in die Quere kommen, ist alles in Ordnung. Auf geht's. Fünf Angreifer gegen sechs Verteidiger. Sieben. Chris steht ja da oben. Oh, da geht's schon los. Wer hat gefeuert? Komak hat als erster Treffer einen Schuss abgegeben. Der Treffer war es allerdings nicht. So, und der geht jetzt oben zu Chris. Das ist schon sichtbar. Wir konzentrieren unser Feuer auf Reikgard. Oh nein! Das ist immer blöd, wenn das passiert. Kann man leider manchmal nicht ändern. Dann konzentrieren die ihr Feuer auf Snake und die auf Reikgard. So. Und Chris... Chris, du bist ein Nahkämpfer. Ich hab's vergessen. Chris läuft. So. Wir haben leider schon Verletzte. Ich schau mal kurz, wie stark verletzt. Das ist noch keine unmittelbare Gefahr. Hier ebenfalls. Bei Snake sieht's schon ein bisschen kritischer aus. Schon schön zwei Schüsse mit dem Repetiergewehr bekommen. Leider haben wir Reikgard noch gar nicht getroffen. Jetzt sollten wir uns allerdings auch erst um eine andere Sache kümmern.
Denn wenn der jetzt anfängt zu werfen, dann muss ich die Leute da wegholen. So, ich... Ja, jetzt brennt es da. Ich kann die Leute da nicht mehr hinstellen. Ich muss aber irgendwo in Deckung gehen. Nanu, jetzt... Wow, ich dachte schon, jetzt hängt das Spiel. So, das geht hier hin. Wow, nichts passiert. Das geht zu Kuzia. Eieieiei, knapp. Säge ist bewusstlos. So, Chris geht hin. Und rettet Säge. Boah, können wir denn bitte mal einen jetzt abschießen hier? Oh Mann, das läuft gar nicht gut. Ah, lauf. Ah, gut. Verdammte Axt hier. Nein, was hat die jetzt gemacht? Wieso geht die da außen rum? Das ist doch total benagelt. Oh, Leute. Dieser bekackte Molotow-Cocktailwerfer. Jetzt ist er endlich tot. So, wenn wir jetzt bitte noch einen abschießen. Der hat sich hier unten hingestellt. Und trifft uns natürlich schön aus der Flanke. So, wir haben noch einen zweiten getötet, was gut ist. Jetzt gehen wir auf Witcher. Die stehen hier halt in der Deckung, wie ich es auch gesagt hatte. Oh, ist das ärgerlich. Wartet mal, wir könnten natürlich auch den mal nehmen. Der steht nämlich nicht so gut gedeckt wie diese hier. Oh, Komak ist bewusstlos geworden. Retten gehen. Und alle sind verletzt. Ah, immerhin ein paar Level-Ups hier. Aber das ist gar nicht gut, Leute. Wir brauchen Treffer. Kimi ist getroffen, er ist gleich tot. Aber wie geht's unseren Leuten? Keine unmittelbare Gefahr. Tot in 16 Stunden. Keine unmittelbare Gefahr. Tot in 14 Stunden. Säge. Chris. Oh, tot in 4 Stunden. Jetzt, da müssen wir kurz ran. Chris. Wo bist du, Chris? Seh dich nicht. Dort. Okay, die Behandlung erfolgt bereits. Also, Chris macht jetzt hier den Notfallarzt. Ja, sie fliehen, um Gottes Willen. So, da mache ich gar nicht lange mehr rum. Die gehen alle mal ganz schnell ins Bett, legen sich hin. Lass das bitte brennen einfach. Ich muss jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Also, ich habe, glaube ich, nicht viel abbekommen. Helpi Gott sei Dank auch nicht. Der war ja... Wer ist jetzt bewusstlos geworden? Komak. Ah, ich habe den Kampfmodus beendet. Hier muss natürlich nochmal retten, dann aktiviert werden. So, Komak wird getragen, tot in 5 Stunden. Da wird es also auch höchste Zeit. Das heißt, ich stelle mich mal zur Medizin. Adrian, tot in 16 Stunden. Der will jetzt noch ein Feuer austreten, vergiss es. Adrian legt sich auch ins Bett. Können wir nicht sagen. Ich glaube, ich muss das mal alles zu Krankenbetten machen, kurz. Sonst kriegen wir hier nur Schwierigkeiten. Meins lasse ich. LP ist auch gesund. Komak, Herzogin Layla. So, LP, Komak, Herzogin Layla geht ins Bett. Adrian geht ins Bett. Oh Gott. Nochmal retten. Säge liegt im Bett. Chris liegt gleich im Bett. Und Kuzia, die müssen wir auch dringend ins Bett legen.
So, und ich werde ein bisschen behandeln. So, alle sind tot oder geflohen. Wir haben keine Gefangenen. Was mir aber auch gerade ganz recht ist. Sägedüfte. Nein, ich habe vergessen. Chris war ja auf dem Weg, um Säge zu retten. Jetzt muss ich erst hingehen und Säge versorgen. So, dann müssen wir eben schauen. Bei Komak auch 4 Stunden. Herzogin Layla 12 Stunden. So, Herzogin Layla behandelt Komak und legt sich dann erst hin. Wir sind ja dabei. So, wir müssen eben schauen. Keine unmittelbare. Tod in 12 Stunden, Tod in 14 Stunden. LP geht's gut. Das heißt, füttern jetzt nicht, erst Kuzia heilen. Das wird hier, ich wollte gerade sagen, eine knappe Nummer, aber Gott sei Dank, so langsam wird's hier was. Okay. Jetzt ist die Behandlung, oh, gerade fertig geworden. Und der Hund rettet Herzogin Layla. Und jetzt gehen wir nämlich hin und machen dort die Behandlung. Bin ich denn gerade... Ah, Erfolg bereits, okay. Gut. So, 6 Stunden. Hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Chris und Kuzia. Chris wäre dann halt der Nächste. Und Herzogin Layla ist auch offen. Damit muss ich bei mir nochmal schauen. Auch ein bisschen Blutung. Das heißt, ich muss mich auch selbst behandeln. Jetzt habe ich die Waffe fallen lassen. So, aufheben, ausrüsten. Selbst behandeln. So, dann kann die Fütterung beginnen. Okay, also das war überraschend heftig. Aber gut, natürlich auch der Situation geschuldet, dass hier eine gute Deckung war für die Angreifer. Die muss tatsächlich dringend weg. Die Molotow-Cocktails können wir verkaufen. Friedensgespräche, Zusammenbruchrisiko, Koma, Jäger ohne Fernkampfwaffe, ja. Ist alles, Moment, wieso steht denn jetzt auf? Okay, kann sie natürlich machen. Aber eigentlich ist das nicht nötig. Ah, sie rüstet ihr Repetiergewehr aus. Okay. Interessant, dass sie sich jetzt das Repetiergewehr gerade holt. Und jetzt? Jetzt würde ich sagen, einfach mal schlafen. Vorher noch was Schlimmes passiert. So, Komak ist, glaube ich, am schwersten verletzt gewesen. Ich muss jetzt echt nochmal einmal über alle drüber gucken. Ich habe irgendwie den Eindruck, was vergessen zu haben. Nee, ist alles okay. Gut, gut. Na, sagen wir mal semi-gut. Die Leichen gebe ich frei, die können wir begraben. Strom ist natürlich auch schon wieder zu wenig. Das liegt hier natürlich an den Lampen. 4000 Watt müssen wir hier haben. Hier kriegen wir 3.000, 4.000. Hier können wir die Lampen gerade von versorgen. Das heißt, die Windkraft versorgt eigentlich den ganzen Rest. Und die Windkraft ist halt mal ausreichend, mal nicht. Jetzt wird wieder geladen, weil jetzt sind die 4.000 Watt hier weg. Und alles, was hier produziert wird, geht in die Batterien auch rein. Was über ist natürlich nur. Aber gut, wir haben genug Rohstoffe momentan. Wir müssen jetzt auch wirklich bald die Küche und den... Die Speisekammer zu... nicht zubereiten. Also Speisen zubereiten, ja. Aber die Speisekammer muss gebaut werden. Chris steht, LP steht. Was forschen wir gerade nach den Teppichen? Genau, die Terrarehabilitation. Gut, ist jetzt nicht so super wichtig, aber machen wir natürlich mit. Wir können danach mal das Brauen dazwischen schieben. Und die Rustica Furniture lassen wir mal. Die Millennium nehmen wir dann. Und danach gibt's auf jeden Fall
Die Geschütztürme hätte ich dann gerne. Wir machen die Rückstoßlader und die Geschütztürme noch vor dem Braun. So, und auch vor der Millennium Furniture Line. Also danach kommt Braun und die Furniture Line. Für hübsche Möbel. Ich baue die gerne. Einige mögen sie nicht so gern, aber ich schaue sie mir eigentlich gerne an. So, Komak läuft und holt sich was zu essen. Die Stimmung ist so lala. Eigentlich ziemlich gut für die aktuelle Situation. Gut, und jetzt müssen wir einfach nur warten, dass alle wieder auf die Beine kommen. Rationen haben wir für den Zeitraum genug, würde ich sagen. Wobei das natürlich auch ruckzuck sich ändern kann, aber das, die Rohstoffe sind halt da, um schnell was nachzukochen. Also alles gut. Okay. Bin froh, dass wir es überstanden haben. So, der Jugust, das heißt der Sommermonat oder das Sommerquartal hat angefangen. Jetzt gibt es auf jeden Fall bald wieder genug Fresschen hier für unsere lieben Boomerlobes, die ja den Treibstoff für unsere Generatoren herstellen. Ich denke aber, wir werden auch noch einen weiteren Holzfeuergenerator einfach hinstellen. Weil wir halt furchtbar Engpässe haben. Na, momentan reicht es nicht mal für alle Lampen. Fäulnis! Oh, das ist ganz schlecht. Oh, das sind viele Pflanzen. Oh, wei, oh, wei. So. Alle von Fäulnis befallene Pflanzen müssen weggeschnitten werden. Und das muss schnell passieren. Sonst breitet sich das aus und dann ist die gesamte Ernte hinüber. Das heißt, Feldarbeit ist nicht das Richtige, sondern das ist jetzt... Es ist auch nicht Harvest. Das ist, glaube ich... Nein, das ist es auch nicht. Es ist tatsächlich Feldarbeit, meine ich. Ernten, Nüsse und Suchen, ja. So, also 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ist jetzt eigentlich egal, muss einfach nur alles weg. So, ich möchte jetzt hier gleich mindestens 3 Leute sehen. Sind schon 3, okay. Okay. Oh, Leute. Ich fürchte, das wird so nix. So kann ich da nicht hinklicken. Ich kann aus irgendeinem Grund diese Pflanze nicht anklicken. Oh, da ist... Da hat sich die Folge schon ausgebreitet. Da ist noch gar kein Befehl drauf. So, das war LP, Kuzia. Adrian. Erstmal so weit. Ah, Chris ist auch noch da. Jetzt weiß ich nicht, welche ich schon hatte. Erste Aufgabe, so. Ganz ärgerlich. Okay. Ich glaube, wir haben sie alle. Die zwei noch.
Okay, dann ist das erledigt. Ein Segen. Ah, was ist mit Komak los? Eine Fressattacke, na Gott sei Dank. Und ich sag noch, wir haben genug Rationen. Der zieht sich da jetzt mindestens 5 rein. LP hat dann auch noch... Laune steigt gerade wieder. Angefragte Karawane. Kleidung, ja, das mit der Kleidung. Habe ich denn eigentlich überall die Kleiderrichtlinien durchgesetzt? Ich glaube nämlich nicht. Moment, Gesundheit, Zuweisung. Habe ich nämlich nicht. Adrian muss die Arbeiter-Outfit-Regel kriegen und Kuzia natürlich auch. Dann nehmen die sich auch, was da ist. Und dann ist die Warnmeldung auch schon weg. Wenig Medizin ist richtig. Hier ist bald was fertig zum Ernten. Hier unten setzen wir es ja gerade an. Möglicherweise müssen wir nochmal auf die wilden Pflanzen gehen. Da sind welche wilde Heilwurzel. Aber nur noch hier welche. 18 Stück, die können wir auf jeden Fall ernten. Okay, ja, wir haben jetzt nicht mehr so viele Kranke, das heißt, ich muss die Betten wieder freigeben. Normale Betten draus machen. Die Leute schlafen nämlich gerade alle auf dem Boden. Okay, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo hoffentlich alles wieder besser läuft. Bis dahin, alles Gute, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.